So, moin und herzlich willkommen hier auf Pure und Tragisch. Heute wieder mit mir, Richie. Und ich sag das mal lieber dazu, weil mein lieber Kanal-Mitbetreiber, der Benji, ist jetzt auch in der SSD eingestiegen zum zweiten Spieltag und macht da auch Videos. Genau, wir kämpfen quasi gegeneinander in der Liga. Allerdings, diesen Spieltag geht's gegen das Dark Team von Faruk geleitet. Genau, und um euch mein Team in Erinnerung wieder zu rufen, hier seht ihr die Kadergrafik. Doch springen wir doch gleich zur Kadergrafik vom Gegner. Genau, wir sehen hier S und A Tier furchtbar defensiv. Also mein Hauptaugenmerk war darauf gelegt, irgendwie da durchzubrechen, weil auch Tangela und Sumpex aus dem C-Tier sind sehr defensiv. Ist aber auch nur ein... Die Offensive ist nicht weniger gefährlich mit Porygon, Z, Skelabra, Glaziola, auch ein sehr gutes Dämon in meinen Augen, und auch Absol, der sich Z uppen kann. Ja, wird schwierig. Ich sag, wie es ist. Wir haben uns den ersten Spieltag recht souverän gewonnen mit Latias, obwohl ich eigentlich Mega Latias habe, gegen den ich heute antreten darf. Aber gut, schauen wir mal, was ich mitgenommen habe. Es gibt wieder, vorbereitet vom lieben Benji, solche coolen Kärtchen. So, erstes Mon. Unser Wallbreaker gegen nahezu alles aus seinem Team. Unser wichtigstes Mon, denn irgendwie müssen wir da durchkommen. Wir spielen so offensiv wie möglich mit Übereifer als Fähigkeit. Das heißt, wir kriegen auf physische Attacken den Schockschnabel und die Drachenklaue. Ja, ich habe nochmal Drachenklaue anstatt Wutanfall genommen, damit ich mich nicht loggen muss. Bekommen wir einen 1,5-fachen Boost, also quasi ein Wahlband. Dazu noch den Leben-Orb für maximalen Schaden, ohne uns zu loggen. Und die Kalks sind teilweise schon geisteskrank. Also Lectragon nicht zu unterschätzen. Also bester Switch-In vom Gegner ist ganz klar Sumpex. Der wird nicht ganz Two-Hit-KO'd von Drachenklaue. Der kriegt so 44-52%. Für Tangela haben wir extra den Flammenwurf. Aber Felinara zum Beispiel, physisch-defensiv, Schockschnabel einfach, One-Hit-KO. Chanera machen wir 90-105%, also je nach Roll, die wir treffen, auch One-Hit-KO. Kramor sowieso. Und Rotom Heat zum Beispiel macht uns im Gegenzug nicht viel. Also Lectragon, ganz klar mein wichtigstes Mon hier. Der soll irgendwie die Defensive breaken. Und da der Gegner ja hin und wieder gute Switch-Ins hat, ist es ja Prediction-lastig. Deswegen habe ich den Delegator. Damit erleichtere ich mir das und kann auf dem Switch-Out den Delegator, Delegator drücken und dann das neue reinkommende Mon mit einer effektiven Attacke treffen. Genau, so viel dazu. Dann zweites Mon. Um Lectragon zu supporten, haben wir Pixie. Lectragon hat ja Sub und Leben-Orb und chippt sich dadurch ziemlich. Deswegen Pixie mit Wunschtraum und Teleport für Momentum und zum Hochheilen. Mondgewalt als einzigen Angriffsmove und Schutzschild, falls wir uns selber heilen müssen. Genau, der kann in sehr vieles reinwechseln. Wir sind Mixed Defensive, tanken auf beiden Seiten ein bisschen. Genau, soll Lectragon reinbringen, das gute Pixie. Dann unser drittes Mon. Falls der Gegner sich dazu entscheidet, sehr defensiv zu spielen, haben wir Agrostella. Wir haben die Giftspitzen, weil der Gegner hat kein Gift-Pokémon, was das absorbiert. Wir vergiften damit 3/4 seines Teams und die einzigen Defogger, gegen die können wir auch Scald drücken, also Siedewasser. Der Abschlag ist gut, um Items wegzuschlagen. Boots, Lefties, was auch immer. Genau, Genesung natürlich zum Gegenheilen. Wir sind voll physisch defensiv, tanken damit
eigentlich alles von Lauchzelot und von Absol auch einiges. Muss man nur aufpassen, dass es nicht zu sehr setupt auf plus 4 oder wird dann sehr kritisch. Plus 2 Psychoklinge tankt man noch. Genau. Dann, der Gegner hat auch sehr gefährliche spezielle Angreifer. Zum Beispiel das Megalatias, das Porygon Z, das Galabra, das Latiola und Procolos ist nicht der beste Switch-In, abgesehen von Porygon Z, den checken wir wirklich gut. Aber der beste, den ich im Team habe. Außerdem haben wir noch die Tarnsteine, die ich als sehr wichtig erachte. Wir haben das Toxin für Latias, damit der gegen uns sich nicht setupen kann. Und dann Felsgrab und Next Strike noch für Mega Latias. Auch Skelabra treffen wir damit hart. Und Glaciola auch. Genau, und ich habe ein wenig Angst vor Mega Latias mit Calm Mind, Stored Power, also Kraftvorrat und Heilung, Refresh im Englischen. Damit würde der quasi mein ganzes Team ausstallen und deswegen habe ich noch den Felsgrab, um da wenigstens die Initiative runterdroppen zu können. Und Lectragon ist dann schneller und kann den dann rausnehmen, wenn wir treffen natürlich. Genau, dann, achso, wir haben noch den Glattbrocken, der macht quasi, dass Sand so lang wie möglich ist, nämlich 7 Züge, denn unser gutes Demeteros I profitiert davon, denn wir haben müssen als Fähigkeit die Sandgewalt spielen, weil Sheer Force wäre dann doch ein bisschen zu gut, aber die Sandgewalt macht, zumindest wenn Sandsturm aktiv ist, für Boden- und Gesteinsattacken das gleiche und die spielen wir hier auch. Wir haben den Schwertanz, um unseren physischen Angriff zu verdoppeln. Wir sind gerade so schneller als Base 90er, also Porygon Z. Genau, und alles außer Tangela treffen wir sehr gut. Sumpex sind die Hits auch. Für Cramor haben wir das Katapult. Quasi wenn wir mit Katapult Cramor angreifen, fällt der auf den Boden. Oder wie man auch immer dazu sagen soll. Und treffen es dann mit Erdbeben. Bei Mega Latias das gleiche. Und für Tangela, weil das der beste Switch-In ist, aber da weiß ich nicht, ob die jetzt unbedingt mitkommt, haben wir den Abschlag, damit wir wenigstens das Item wegschlagen können. Genau. Quasi als zweiter Wallbreaker. Und dann als letztes Mon haben wir den MVP aus Spieltag 1. Unser Latias, diesmal aber mit dem Walschal. Dann sein schnellstes Mon ist zwar das Mega Latias mit 110 Speed. Da werden wir ein Speed-Teil. Aber darauf habe ich wenig Lust, deswegen Walschall, damit sind wir immer schneller und können dann, solange es sich nicht setupt, mit Draco Mega Latias auch rausnehmen. Wir haben dann noch den Psychoschock, weil das die beste Attacke ist gegen Chanera und der uns sonst komplett wallt. Außerdem, wenn ich merke, dass der Gegner sehr viel Stall spielt, ich habe ein bisschen Angst davor, habe ich den Trickbetrug, dann können wir wenigstens irgendwas verkrüppeln und auf einen Move locken. Und genau, dann als vierten Move noch das Heilopfer. Damit können wir ein angechipptes Mon, also im Prinzip ist es für Procolos oder Lectragon gedacht, falls die sehr low sind, können wir die wieder auf Full Life bringen. Genau, das ist mein Team. Ich bin ein bisschen angespannt, weil das Team ist wirklich sehr stark. Sowas wie Spex Galabra two-shottet eigentlich alles im Team von mir. Wird kritisch. Aber wir haben ja auch gute Offensive. Vielleicht regeln wir das auch so. Gegner nicht die schnellsten Mons. Und dann sehen wir uns zum Kampf. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir schreiben zuallererst nochmal Good Luck, Have Fun. Uff, so. Kein
Kein Skelabra, das ist schon mal sehr gut. Kein Chanera, kein Felinara, kein Rotom, also das ganze A-Tier ist zu Hause. Porygon ist okay, dafür haben wir das, unseren Eggestein. Tangela und Sumpex wahrscheinlich so ein bisschen für Lectragon. Und Latias, gut, das war ich klar. Glaciola ist gefährlich, hoffentlich handelbar. So, wie fangen wir das Ganze hier an? Defog wird wahrscheinlich auf Grammar sein. So. Dann. Okay, so. Tangela muss noch weg, bevor Dimeteros überhaupt irgendwas machen kann. Ich denke, wir fahren hier mal mit Toxapex an. Specs Freeze Dry müsste man tanken können. Ja, das passt. Swampert, okay. Muss ja immer vom Verrücktesten ausgehen, aber ich denke, der ist offensiv. Und dann macht der nicht mal die Hälfte. Und selbst Bandit sollte man tanken. Also wir können ja mal auf Toxic Spikes gehen. Ja, und das ist völlig okay. So, vermutlich kommt jetzt der Flip-Turn. Tja, wir müssen irgendwie versuchen, dass Kramo nicht reinkommt. Deswegen auf Latias wird das wohl der Fall sein. Auf Pixie auch. Aber das ist gleich egal. Ich glaube, Pixie ist sogar besser. Also ich vermute eh, dass der Flip-Turn jetzt kommt. Wir können auch einfach mal scolden. Ja, wenn der uns nicht... Nee, dann schlafen wir ein. Ups. Pixie. Flip-Turn, okay. Quit, ja, gut. Corviknight, okay. Und wir gehen dann auf den Teleport und bringen Dracozolt rein. Okay. So war ja auch der Plan. So, und jetzt kommt höchstwahrscheinlich Sumpex rein. Aber wir haben ja extra den Sub, um zu gucken, wie er so reagieren möchte. Tangela kommt rein. Oha. Oha, das ist okay. Weil der kriegt massig Schaden. Julio Defense von Dracozolt 62 bis 73. Den nehmen wir mit, den Schaden. Wir könnten auch erst auf Drachenklaue gehen und so tun, als ob wir nichts hätten. Nee. Wir machen den Flammenwurf. 63%. Oh, der Sub lebt das. Krass. So, der wird doch jetzt hier nicht drin bleiben, oder? Das ist absolute Min-Roll. Ich denke, der geht in Sumpex, oder? Wir machen die Drachenklau. Ich bin schon wieder in Prediction-Stimmung. Ah, der Regenerator, den kann er sich ja noch hochheilen. Swampert, yo. Und wir treffen. Und wir machen richtig guten Schaden. Okay, da kommen die Lefties, die waren zu erwarten. 49%. Das ist, glaube ich, recht viel. Eine recht hohe Roll. Upsala. Gegen Sumpex im Regen spielen wir das nächste Woche. 44 bis 52, ja gut. Vielleicht spielt er ein bisschen Init oder so. Naja, wir greifen nochmal an. Das ist das Sinnvollste, was wir machen können. Und treffen. 53%. Flip-Turn. Sub bricht
Aber Swamp hat so gut wie eliminiert. Draco sollten wir jetzt demnächst wieder hochheilen, falls wir das hinkriegen mit Pixie. Hab den extra Namen gegeben, damit er auch trifft. Also noch hat er nichts getrunken. Aber er hat schon einen sehr guten Job gemacht. Sumpex hart angehittet und hat nicht die Rocks legen können. Ja. Also Latias ist natürlich jetzt eine Möglichkeit. Dann würde ich sagen, wechseln wir sofort in Gigalith. Sonst... Ja. Porygon Z gehen wir auch in Gigalith. Klaziola ist eigentlich langsamer. Latias, okay. Also Pixie kann den auch handeln, aber Gigalith, ja, das, dafür ist der da. Porygon und Klaziola noch. Haben wir noch zur Not noch Scarf Latias. Wir gehen in Gigalith. Kriegen Psychoschock, okay. Hat die Mega vergessen. Oder der wollte sich noch aufsparen, aber da sehe ich eigentlich keinen Grund dazu. So, und jetzt ist Corviknight natürlich sehr offensichtlich. Dennoch legen wir hier mal die Tarnsteine. Oder Toxin. Ne, Tarnsteine. Ich glaube nämlich nicht, dass er hier drinnen bleibt. Draco Miss, oh. Das tut mir leid. Psychoschock und Draco. Das heißt schon mal, er hat nicht Call Mind und ja, Kraftvorrat. Ich werde jetzt trotzdem mal Toxin drücken. Ja. Psychoschock, oh, macht echt viel Schaden. So. Den kriegen wir gechippt. Mega Latias. Oyo Mega Call Mind. Ich kann ja mal gucken, was, ups, was der sonst für ein Set ist. Psy. Psyschock. Wo ist es denn? Psyschock. 25 bis 29 ohne mit Full Special Attack. Ja, könnte auch in der Roll sein. Okay, Draco würde wahrscheinlich schon killen. Draco macht 33 bis 39. Okay, killt nicht, allerdings. Können wir in Pixie gehen? 38 bis 45. Uff, wird knapp, aber wir gehen jetzt in Pixie. Draco, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Denn jetzt können wir auf Wish drücken. Und dann auf Teleport. Perfekt, der kommt rein. Perfekt, und damit kriegen wir Draco Sold nämlich wieder voll. Könnte jetzt natürlich Iron Head oder sowas haben, aber ich hoffe es mal nicht. Latias sitzt auch auf niedrigem Punktestand nur noch. Okay, das ist egal. Und wir kriegen Draco Sold wieder rein. Sieht jetzt, dass wir Sandsturmschaden kriegen, das heißt, wir sind nicht Sandscharrer oder wie auch immer das heißt. So, hat der irgendwas, um einen Sub zu breaken? Vermutlich verlieren wir nicht viel, wenn wir einfach mal auf Sub gehen oder gleich auf
Bold Beak. Uff. Und wenn Sumpex reinkommt, der stirbt halt an Flammenwurf. Eigentlich kann er mir ja keinen Sub geben. Na, machen wir trotzdem mal einen Sub. Okay, Sumpex kommt rein. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Swampert, Yo-Yo Defensive. Von Draco sollt Flammenwurf macht 10 bis 12. Uff. Get 11%, also nicht genug. Dann machen wir die Drachenklaue. Und wir treffen schon wieder. Au. Mensch, der ist gut drauf heute. Das ist glücklich auf jeden Fall. Das sind jedes Mal 80%. Ich habe mich aufs Schlimmste gefasst gemacht. Und ab jetzt können wir eigentlich Bold Beak spammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. 170er Attacke, wenn wir schneller sind als der Gegner. Und lediglich Porygon und Latias sind schneller, aber die wollen. Also ich glaube, Porygon stirbt auch so. Also Dracozolt macht das, was er machen soll. Gigalith ist. Ah, okay, Latias kommt rein. Der muss natürlich erstmal am Sub vorbei. Und Dragon Claw macht 139. Also gehen wir ganz klar auf die Dragon Claw. Draco kommt, Draco trifft. Wir treffen auch. Wow. Der ist halt richtig gut drauf. Stellt euch vor, ihr trefft 4 Steinkanten hintereinander. Ziemlich lucky. Ziemlich lucky. Porygon Z. Der wird natürlich recht gefährlich, weil Eggestein nicht mal so viel KP hat. So, Pixie ist halb wichtig. Vinglaciola, Toxapex, Porygon. Set Specs. Gut, Dracozolt killt er sowieso. Gigalith ist 2-Hit-KO ab der Range. Vermutlich müssen wir hier einen. Ich werde Toxapex, da ist auch 2-Hit. Dann bringen wir nochmal den Sand raus und vielleicht hat er schon seinen Job gemacht. Ich meine, Latias ist weg. Ja, dann können wir uns Pixie noch aufsparen. Vielleicht ist er gar nicht Specs. Der ist definitiv Specs. So. Ja, wir legen jetzt einfach mal die Tarnsteine. Für den Fall, dass es klappt. Natürlich nicht. Aber Min, ich glaube, das hätte es oder so gekillt. Ja, 20 bis 23. So, dann denke ich mal, es ist Zeit für Landorus. Wie viel machen wir gegen Tangela eigentlich? Tangela, Yo-Yo Defensive, wahrscheinlich 0,0. Wo ist er denn? 13. Das ist halt fast nichts. Da hilft auch kein Sand. Machen wir 16%. Aber wir könnten dann das Item wegschlagen. Ist wahrscheinlich unser bester Play. So. Und der weiß ja nicht, ob wir physisch speziell sind. So, würden wir denn. Würde uns denn ein Angriff killen? Specs. Ja. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt schon auf Earthquake gehen. Earthquake killt. Weil wir noch Sand haben. Dann können wir danach immer noch auf Knockoff gehen. Ah, Corviknight kommt rein. Okay. Dann machen wir jetzt den Smackdown.
U-Turn, ja, okay. Aber hey, wir haben den mal ein bisschen angechippt bekommen. Glaziola kann nicht Speck sein, das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Vielleicht ist er Scarf, so wie der hier reinkommt. Dagegen können wir auf jeden Fall mal in Clefable gehen, oder? Glaceon, Pew, Choice, Specs, kann es ja nicht sein. Machen wir mal Choice, Scarf. Clefable kriegt nicht viel. 36 bis 42, das ist okay. Freeze Dry, okay. Dann können wir jetzt eigentlich auf Baton Pass gehen. Und wieder ein Dracozolt wechseln. Er hat jetzt wenig KP nur noch. Oder wir machen erstmal einen Wish. Ja, ich glaube, das ist besser. Das Gute ist, kommt nur noch schwer an Pixie vorbei. Wir machen einen Wish. Corviknight halt kommt rein. Das ist okay. Und wir können wieder für Teleport gehen. U-Turn, ja, jetzt wird wahrscheinlich ein Porygon gehen, damit Dracozolt nicht für free voll geheilt wird. Das heißt, wir müssen hier wieder in Landorus wechseln. Halt ein super Wunschtraum. Und wenn man Knockoff machen, verliert den Specs und killt uns nicht mehr. Und Corviknight verliert dann das Item. Sehe ich. Kriegen hier alle ein bisschen Chip. Vielleicht kann Latias dann wirklich noch was machen. Vielleicht kriegen wir den Trick auf Corviknight. Ist auf jeden Fall. Okay, bleibt drinnen. Mist, hätte man killen können. Shit. Okay. Mist. EQ hätte halt gekillt. Aber wir können jetzt in Packs gehen. Ja. Also Sandcore ist gefallen, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Wie viel kriegen wir ohne Specs? Nochmal Scarf Set einfach. Clefable wird nicht getoolshottet. Packs auch nicht. Also können wir um Packs gehen. Und mit Scald könnte man potenziell irgendwas verbrennen. Das machen wir an der Stelle. Wenn dann Corviknight geht, gehen wir sofort in Dracozolt, würde ich sagen. Burn, nice. Oder erst Pixie. Pixie, Wish und dann. Ah, ne. U-Turn, okay, aber er lässt ihn ziemlich low. Ist ja schon in Range von Latias. Corviknight. Oh, du Defog, ihr wisst natürlich jetzt nicht so viel über sein Investment. Latias, ja, 13 bis 16. Und dann auch nur, wenn er speziell defensiv ist. Physisch defensiv macht er, aber noch weniger. So, aber wir können ja wieder in Toxapex gehen. Oh nein. So ein Schrott. Könnten einen Latias wechseln, aber es ist riskant.
ist riskant. Porygon. Z. Scarf. Ja, es war High Roll. Außer der ist, könnte natürlich auch Modest sein. Latias. Wie viel kriegt Latias? Na, wir gehen in Latias. Wird hier nicht für ein Icebeam gehen. Ach, komm schon. Das ist jetzt wirklich unlucky. Ja, gut. Der macht dann auch nichts mehr. 262. Vielleicht sind wir noch schneller. Wir trinken einfach mal Drake. Nein, sind wir nicht. Ja. Gut, dafür können wir jetzt in Clefable gehen. Mit Wish. Wir könnten natürlich jetzt Corviknight wieder hochkriegen. Jetzt müssen wir natürlich offensichtlich auf Schutzschild gehen. Machen wir auch. So. Killen wir mit Moonblast? Ja, ziemlich sicher. So, dann ist der schon mal weg. So, eigentlich könnte Pixie das hier recht gut im Griff haben. Falls es wirklich, ich denke mal, das ist Boots oder Scarf Glacian. Wir müssen eigentlich nur Draco sollten nochmal hochgeheilt kriegen, dann können wir subben. Glacian kommt, okay. Glacian kann nicht Specs sein. Wenn der Modest und Never Melt Ice ist, macht Ice Beam 43 bis 51. Das heißt, wir machen mal Protect. Ice Beam kommt. Ich kann auch eigentlich mal in Packs wechseln. Der kriegt von Ice Beam halt nicht viel. Genau, einfach Wish drücken. Ja. Corviknight kommt rein. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden. Hochheilen. Oder draufhauen. Ich glaube, wir hauen hier einfach mal drauf. Yes. Gläschen kommt wieder rein. Kriegt sehr guten Schaden. Das ist wirklich 40%. Clefable. Ja, der ist offensiv. Also, dann machen wir nochmal Moonblast. Kein Freeze, sehr gut. Special Attack Drop. Dann, ja, wir können nochmal hochheilen. Ist zwar ein bisschen stally, aber. So, wenn er jetzt hochheilt, kommt Dracozolt rein. Das weiß er eigentlich auch, deswegen. Wir drücken dennoch Teleport. Was? Achso. Dracozolt, nice. So. Und Defog U-Turn Roost. Wir subben hier einfach mal. Macht der U-Turn. Body Press kommt. Killt nicht den Sub. Krass.
Das heißt, wir können jetzt wieder Bold Big machen. Und wir treffen schon wieder und wir killen das. Nice. Rocky Helmet, okay. So. Tangela. Ja, der kriegt auch Millionen an von Flammenwurf. Rauswechseln kann er auch nicht mal wirklich. 59 bis 70. Das heißt, wir machen hier Flammenwurf. Danach müssen wir eigentlich nur noch zweimal Flammenwurf drücken und Glaziola kriegen wir schon irgendwie weg. Ich bin... Oh. Hyrule? Das ist echt unlucky. Oder übersehe ich irgendwas? Ach, ich, wieso kann ich den Glaziola gegen Glaziola? Ja. Clever. 62 bis 73. Okay, trotzdem High Roll, aber hey. Und dann machen wir nochmal Flammenwurf und dann gewinnen wir das Ganze hier. Nice. Nice, nice, nice. So. Fettes GG erstmal. Sehr gut gespielt von meinem Gegner. Sehr scary. Wir hatten von Anfang an einen Matchplan mit Draco Salt. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben immer getroffen. Also Wahnsinn. Ja. War, denke ich, ein richtig schöner Kampf. Ja, schreibt auch GG. Ja, und dann freue ich mich natürlich riesig, dass wir 2-0 stehen. Unser Stalker hat es dann im Endeffekt gemacht. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Lasst gerne einen Kommentar da oder einen Daumen. Wir sehen uns. Tschüss.